Wir fahren fort. Nochmal zur Erinnerung. Der Zustand eines Quantenregisters mit n Qubits ist so ein Vektor von Gewichten. Dieser Vektor hat exponentiell viele Komponenten, groß n, viele, und das ist 2 hoch klein n. Diese Gewichte sind komplexe Zahlen und das Wichtige ist, dass der Vektor Länge 1 hat. Also das heißt, der Vektor ist ein Punkt auf der Einheitskugel. Und die Quantenphysik erlaubt jede Operation, die diese Einheitskugel in sich überführt, umkehrbar eindeutig. Manche dieser Operationen erlauben eine effiziente Realisierung in Quantenhandwerk. Wir werden Beispiele auf der nächsten Folie sehen. Auch nochmal wichtig, Quantenrechner rechnen im Verborgenen. Man kann diese Zustände nicht anschauen, diesen Vektor nicht sehen. Wenn man ein Register inspiziert, misst, dann sieht man einen klassischen Zustand. Und zwar sieht man den Zustand I mit Wahrscheinlichkeit Absolutbetrag von WI ins Quadrat. Und das ist ja auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, weil sich diese Quadrate zu 1 aufsummieren. Jetzt sehen wir uns einen ganz spezifischen Algorithmus an. Das ist erstmal das Problem. Suchen in einer großen Menge. Die Eingabe ist ein klassisches Schaltnetz, bestehend aus und oder nicht. Wir nennen dieses klassische Schaltnetz F. Also das ist sowas. Wir haben und Gatter oder Gatter, wir haben Eingaben, Variablen x1, x2, x3 etwa und die füttern wir da rein und dann kommt aus den Gattern was raus und wir haben noch ein und Gatter und dann kommt was raus und dann kommt vielleicht eine Negation und so weiter. Also ein Schaltwerk. Das hat n Eingaben, klein n Eingaben und dieses f soll die Eigenschaft haben, dass es genau eine Angabe gibt, genau eine, wo das f 1 ist. Ja? Also, wir haben diese Funktion f, die hat die Eigenschaft, also wir haben diesen Schaltkreis, die eine Funktion realisiert von n Eingängen, x1 bis xn. Da kommt 0 oder 1 raus. Und die Eigenschaft von dem F ist, es gibt genau eine Eingabe x Stern, wo das, dieser Schaltkreis 1 liefert. Und dieses x Stern sollen wir finden. Klassisch, ja, also was einem sofort einfällt, ist natürlich, man probiert alle Eingaben durch. Man probiert x gleich 0, dann x gleich 1, dann x gleich 2 und so weiter, bis x gleich 2 auch n minus 1. Und irgendwann muss das f 1 ausgeben und dann hat man das x Stern gefunden. Und wenn man das so macht, dann ist es klar, im schlechtesten Fall muss man sich alle anschauen. Wenn man Pech hat, ist es genau das letzte Element, das man sich anschaut, was das x Stern ist. Im Mittel geht es schneller. Man muss sich nur die Hälfte der Elemente anschauen, bis man das findet. Das Wichtige ist, klassisch geht es nicht besser. Ja? Besser geht es nicht. Ja, also der Aufwand klassisch wächst linear in n. Und wir werden jetzt sehen, Quantenrechner können es mit Laufzeit proportional zu Wurzel n. Das heißt, hier ist ein Unterschied und dieser Unterschied ist beweisbar. Ja, die Laufzeit von dem Quantenrechner ist nur die Wurzel von der Laufzeit von einem klassischen Rechner. Und wenn das n groß ist, ist es natürlich ein riesiger Unterschied. Wie machen das Quantenrechner jetzt? Sehen wir uns das an. Dieser Algorithmus von Grover, den hat Grover erfunden, Mitte der 80er, der braucht also nur Zeit Wurzel aus groß n. Und der Algorithmus ist ganz einfach, der benutzt zwei Operationen. Die eine Operation ist, ich zeichne Ihnen jetzt mal ein Bild,
Also, das Bild ist so zu lesen. Hier sind unsere Zustände 0, 1, 2 bis 2 hoch klein n minus 1 oder groß n minus 1. Lassen Sie mich groß n minus 1 schreiben. Irgendwo hier in der Mitte ist das x-Stern. Irgendwo ist das x-Stern, wir wissen nicht wo. Und hier sehen wir die Gewichte. Und die sind irgendwie, ja, und was die Operation macht, ist, die dreht bei dem Gewicht von dem x-Stern das Vorzeichen um. Ja. Alle anderen Gewichte bleiben gleich. Und es ist klar, dass die Länge von dem Vektor unverändert ist. Ja, denn nur weil wir das Vorzeichen ändern, ändern sich die Länge von der Absolutbetrag von dem Gewicht nicht. Physiker nennen das nicht Vorzeichenwechsel bei x-Stern, sondern Phase Inversion bei x-Stern. Ja, also Vorzeichen des Gewichts von x-Stern wird geändert, alle anderen Gewichte bleiben gleich. Und die zweite Operation, die der Algorithmus benutzt, ist, wir haben wieder unsere Zustände 0, 1 bis groß n minus 1 und wiederum die Gewichte, also wie oben. Die Operation ist jetzt etwas kompliziert. Irgendwo ist unser x-Stern, aber das ist jetzt gar nicht wichtig, wo das ist. Ja, hier sind unsere Gewichte. Dann wird der Mittelwert bestimmt dieser Gewichte. Also mein Mittelwert zusammen, der wird ungefähr hier sein. Ja, war jetzt bei meiner Zeichnung. Ja, das ist der Mittelwert. Und dann wird jedes Gewicht an dem Mittelwert gespiegelt. Also, so viel wie das oben drüber ist, ist es dann unten drunter. Also dieses geht daher. Das ist nur ein bisschen oben drüber. Das geht daher. Das geht in sich selber über, weil es genau der Mittelwert ist. Das hier ist so viel oben drüber, geht so viel unten drunter. Das ist unten drunter, das geht so viel oben drüber. Das ist so viel unten drunter. Das ist dann so viel oben drüber. Und schließlich, das ist noch ein bisschen unten drunter, das geht ein bisschen oben drüber. Ja? Also mathematisch, wir ersetzen m minus wi, das ist der Abstand zum Mittelwert, den addieren wir zum Mittelwert dazu. Das bedeutet Spiegeln am Mittelwert. Wir können auch schreiben hier 2m minus wi für den Ausgangswert. Ja? Und das m ist der Mittelwert aller Gewichte. Der Grover-Algorithmus benutzt gar keine komplexen Gewichte, sondern alle Gewichte werden reelle Zahlen sein. Die Imaginärteile sind immer Null. Wie funktioniert jetzt der Algorithmus? Das ist ganz einfach, sehen wir hier. Wir initialisieren, indem wir alle Gewichte gleich machen. Und wenn wir alle Gewichte gleich machen müssen wir sie, und reell, dann müssen wir sie auf 1 geteilt durch Wurzel n setzen. Warum? Weil dann das wi ins Quadrat, also Absolutbetrag von wi ins Quadrat ist dann 1 durch n. Und wir haben n Stück davon. Ist das 1. Also das ist wirklich ein Vektor der Länge 1. Dann geht der Algorithmus in eine Schleife. Und die Schleife besteht immer aus Phase Inversion. Spiegeln am Mittelwert. Und das macht man so lang, bis das Gewicht von x-Stern über 1 durch Wurzel 2 liegt. Und dann misst man. Schauen wir uns das genauer an. Also, wir sehen uns die ersten paar Schritte an.
Also wir haben hier unsere Zustände von 0 bis n minus 1. Wir starten die alle mit 1 durch Wurzel n. Also am Anfang sind alle unsere Gewichte hier. Und da ist irgendwo das x-Stern. Wir wissen nicht wo. Jetzt gibt es die erste Operation, die heißt Phase Inversion bei x-Stern. Das heißt, das Vorzeichen des Gewichts von x-Stern wird geändert. Alle anderen Gewichte bleiben gleich. Also, der nächste Zustand, den wir kriegen, ist 1 durch Wurzel groß n hier. Irgendwo hier ist die x-Achse. Wir haben unsere Zustände, hier ist irgendwo das x-Stern. Und da ist das n minus 1. Die sind alle noch da oben. Bis vor dem x-Stern. Das x-Stern ist jetzt genauso weit unten drunter. Und die restlichen sind wieder da oben. Jetzt kommt die Inversion am Mittelwert. Jetzt, was ist dieser Mittelwert? Nun, da haben wir sehr, sehr viele Elemente. Groß n viele. Die haben praktisch alle den gleichen Wert, nämlich 1 durch Wurzel n. Und einer davon ist das Negative davon. Das heißt, der Mittelwert wird hier sein. Ein bisschen unten drunter. Ich übertreibe. Ja, das ist das m. Und wir spiegeln jetzt jeden am Mittelwert. Was bedeutet das? Diese Burschen, die gehen alle, die gehen ein bisschen unten drunter. Na jetzt, also die gehen ein bisschen unten drunter. Und der hier, der wird hier nach oben geflippt. Jetzt habe ich aber alles durcheinander gebracht. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Also, was ist der nächste? Dieses Ding hier wird hier hochgeflippt. Wohin? Das ist jetzt im Wesentlichen 2 geteilt durch Wurzel n über Mittelwert. Der Abstand hier ist im Wesentlichen 2 geteilt durch Wurzel n. Und das heißt, wir flippen nach oben. Das heißt, wir liegen 2 Wurzel n nach oben, gehen dann 2 Wurzel n nach oben. Das heißt, wir kommen zu liegen bei ungefähr 3 über Wurzel n. Und alle anderen werden gespiegelt hier am Mittelwert. Die gehen also ein bisschen darunter. Also wie sieht der nächste Zustand aus? Der nächste Zustand sieht so aus. Da ist hier 1 durch Wurzel n. Fast alle Zustände, hier ist wieder unser x-Stern, die sind ein bisschen da drunter. Und das bei x-Stern ist bei 3 Wurzel n. Ja? Und die hier, diese Werte sind wirklich nur, also wenn Sie das durchrechnen, die sind wirklich nur klitzeklein unter dem 1 durch Wurzel n. So, jetzt was passiert als nächstes? Es kommt Phase Inversion. Ja. Phase Inversion bedeutet, dieses Ding hier geht auf minus 3 geteilt durch Wurzel n. Ja. Alle anderen bleiben gleich. Jetzt bilden wir wieder den Mittelwert. Und wiederum, das, was ich zeige, ist total übertrieben in den Abständen. Ja. Und wir flippen alles am Mittelwert. Das heißt, das hier geht alles ein bisschen runter. Und dieser Mittelwert ist im Wesentlichen immer noch 1 durch Wurzel n. Was bedeutet das? Wenn der Mittelwert 1 durch Wurzel n ist, liegt dieser Wert hier um 4 drunter. Ja? Und wenn ich den jetzt flippe, dann geht er 4 drüber
Das heißt, das wird hochgeflippt auf 5 durch Wurzel n. Also, was wir festhalten können, ist, das Gewicht von x Stern wächst um 2 geteilt durch Wurzel n in jeder Iteration. Ja? Es beginnt, also wenn man das genau durchnimmt, der Mittelwert bleibt im Wesentlichen 1 durch Wurzel n. Und deswegen wächst das Gewicht von x Stern um 2 durch Wurzel n in jeder Iteration. Es startet bei 1 über Wurzel n. Wir möchten, dass es so groß wird wie ein halb. In jedem Schritt wächst es zwei durch Wurzel n. Also brauchen wir ungefähr Wurzel n halbe Iterationen. Ja, nämlich wir fangen an bei 1 durch Wurzel n, wir gehen nach 3 durch Wurzel n, wir gehen nach 5 durch Wurzel n, wir gehen nach 5, 1 plus 2k durch Wurzel n, und wir möchten, dass das hier gleich ist, gleich ein halb. Und wenn das gleich ein halb ist, dann bedeutet das also k ungefähr Wurzel n halbe. Gut. Jetzt muss ich noch eine Sache hier klar machen. Ich habe gesagt, wir machen das, bis das Gewicht von x Stern über ein halb liegt. Das können Sie nicht, klassisch würden Sie das so machen, Sie würden sich immer das klassisch. Immer Gewicht von x Stern anschauen. Und aufhören, wenn das Gewicht von x Stern über ein halb liegt. Das geht beim Quantenrechner nicht. Denn wenn Sie das Gewicht anschauen, zerstören Sie den Quantenzustand und haben nur noch einen klassischen Zustand. Ja? Quantenrechner. Machen wir es anders. Wir analysieren hier, zeigt Wurzel n geteilt durch 2 Iterationen. So lange brauchen wir, dann ist das Gewicht groß genug. Das heißt, Quantenrechnen machen wir das nicht so, sondern wir wiederholen das Wurzel n halbe Mal. Ja? Denn dann können wir uns sicher sein, dass das Gewicht von x Stern über ein halb liegt. Und jetzt messen wir. Ja, jetzt, also wir machen das. Und dann tun wir hier Messe. Was bedeutet das? Dann kriegen wir x Stern mit Wahrscheinlichkeit 1/4. Nämlich Gewicht ins Quadrat. Und jedes andere xi mit xi ungleich x Stern mit Wahrscheinlichkeit 1 minus 1/4 geteilt durch groß n minus 1. Und das ist ungefähr 3 durch 4 mal 2 n. Also wir kriegen das x Stern mit einer Wahrscheinlichkeit 1/4 und alle anderen mit einer klitzekleinen Wahrscheinlichkeit, mit einer exponentiell kleinen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn wir die Rechnung 10 mal wiederholen, können wir uns sicher sein, dass wir das x Stern kriegen. Wie steht es mit der technischen Realisierung? Quantenrechner
mit wenigen Qubits wurden realisiert. 5, 6. Der Weltrekord beim Faktorisieren ist, dass die Zahl 143 faktorisiert wurde. Als, tja, ich muss jetzt raten, das ist 13 mal 10 ist 130, 13 mal 11. Ja. Man kann allerdings einen Quantencomputer kaufen von der Firma D-Wave mit angeblich 503 Qubits. Die Firma verkauft den Rechner seit ein oder zwei Jahren, erstmal mit 100 Qubits, jetzt mit 500 Qubits. Der Preis ist 10 Millionen und es haben ihn auch schon einige gekauft. Google, Amazon, CIA, der andere Nachrichtendienst. Die technische Aussage ist, gerade in einem Artikel in Science, the D-Wave computer, marketed as a groundbreaking quantum machine, solves problems no faster than an ordinary rival, as a new test shows. The time it took the D-Wave machine to solve a problem increased exponentially with the problem size, just as with a conventional computer, was reported in this article. Some researchers call the test the fairest comparison yet, but D-Wave argues that the computations used in the study were too easy to show what its novel chips can do. Also, das ist umstritten, ob das wirklich ein Quantenrechner ist. Die Firma behauptet es. Dieser Test sagt, nein, das ist kein Quantencomputer. Da werden irgendwelche Effekte benutzt, aber man bekommt nicht den Geschwindigkeitszuwachs, der versprochen ist. Und in dem Test haben Leute mitgewirkt, die die Maschine gekauft haben. Also der Urteilsspruch ist noch offen. Es scheint so zu sein, dass dieses D-Wave es noch nicht ist. Aber Physiker arbeiten dran und vielleicht kommen die Dinger irgendwann. Ich fasse zusammen. Heutige Rechner beruhen auf klassischer Physik. Quantenphysik erlaubt aber eine größere Klasse von Rechnern. Diese sind potenziell schneller für manche Probleme. Bei Suchen in ungeordneten Datenbanken ist es bewiesen. Klassisch ist kein sublinearer Algorithmus möglich. Also die Laufzeit ist immer mindestens die Größe von der Datenbank. Aber mit Quantenrechner kriegt man Wurzel von Größe hin. Dann gibt es diese Algorithmen wie etwa das Faktorisieren. Da kennt man klassisch keinen polynomiellen Algorithmus, aber für einen Quantenrechner kennt man einen Polynomzeitalgorithmus. Der Zustand ist nicht wie bei Grovers Problem, weil man eben nicht weiß, dass man klassisch, es ist eben nicht bewiesen, dass man klassisch es nicht in Polynomzeit machen kann. Wenn Quantenrechner mal Wirklichkeit werden, dann kann man faktorisieren und dann werden viele der Verfahren der Kryptographie unsicher, denn sie beruhen darauf, dass etwa Faktorisieren schwer ist oder der diskrete Logarithmus schwer ist. Allerdings bietet dann die Quantenrechner eine neue Möglichkeit zur sicheren Datenübertragung an. Aber sowas wie digitale Unterschriften muss neu gelöst werden und ist noch nicht gelöst auf Quantenrechnern. Die Realisierung von Quantenrechnern steht noch am Anfang.